gesagt, schon im 9. Jahr der Humorzone und ich bin ja da als Schirmling tätig und da wird man natürlich ganz oft gefragt, ja, du kennst ja da die ganzen Künstler, wie sind die alle so privat? Und da kann man natürlich auch nicht alle in einen Topf werfen, klar, ne, es gibt also solche und gut, andere kenne ich gar nicht. Also ich kann eigentlich nur für mich reden, ich bin relativ normal, so natürlich mache ich zu Hause, wird auch mal eine Flachsrakete gezündet, aber im Wesentlichen so ernähre ich mich bewusst, bin auch so ein bisschen sportlich, weil ich halt weiß, je gesünder ich am Tag lebe, desto mehr kann ich abends saufen, rauchen, rumhuren und mich prügeln mit meinem Crack-Dealer, ja, also das ist schon... Eher ein Nachtleben, also hat ja meine Oma schon gesagt, ja, wer nachts schläft, der braucht sich nicht wundern, wenn er am Tag arbeiten geht. Und dieses, ja, dieses Leben heißt natürlich aber trotzdem auch, man muss so ein bisschen die Balance behalten, also ich versuche schon fit zu bleiben, zumal jetzt auch über die Wiedereinführung der Wehrpflicht debattiert wird, ja, da will ich schon fit sein, denn je fitter ich bin, ich weiß jetzt nicht, ob es mich noch betrifft, aber im Zweifel, je fitter ich bin, desto schneller kann ich wegrennen. Ja? Wenn sie kommen, mich zu holen, Scholzens Schergen und Pistorius Häscher, ja, wenn sie mich greifen wollen. Wobei ich jetzt nicht prinzipiell gegen die Wehrpflicht bin, ja, ich glaube, so wie alle, die Kinder haben, ja, denn die gehen ja schon davon aus, dass die Armee dann das nachholt, was die Eltern versäumt haben, den Kindern zu vermitteln. Ja, Werte, Respekt, das hört man ja ganz oft. Ne? Wo ist denn der Große? Der Mirko ist beim Bund, lernt der Ordnung. Und ich wurde ja auch noch gemustert. Damals, Bundeswehr, bin ich auch hin, ziemlich enthusiasmiert. Habe gesagt, Bundeswehr klingt gut, fange ich so von an als General oder als Feldmarschall. Und da wurde gleich gesagt, nein, das geht eben nicht. Da muss man ganz unten anfangen und dann die Hierarchien einzeln durchlaufen. So als Gefreiter, dann irgendwie als Unteräumel und dann als Stabstrottel und als Rottenwebel und irgendwie diese ganzen, bis man dann irgendwann Oberblödmann ist. Also ist ja völliger Unfug. Ja, also wozu das Ganze? Also wenn ich Jockey werden will, muss ich ja vorher auch nicht Pferd gewesen sein. Ja? Also völlig unflexibel der Verein. Und... ich wurde dann im Endeffekt ausgemustert. Das war damals natürlich irgendwie cool. Ja, ich bin ausgemustert. Heute bewertet man das natürlich so ein bisschen anders. Ja, heute wird ja die Frage gestellt, soll man kämpfen, wogegen, wofür? Ja, kämpft man jetzt für die Freiheit? Ja, das klingt ja nach einem hehren Ziel, aber muss man natürlich auch aufpassen, wann man das macht. Ja, also wenn ich die Freiheit jetzt vor 3 Jahren verteidigt hätte, ne, gegen das freche Virus, da hätte es vielleicht Ärger gegeben und ein Gespräch mit dem ABV. Ja, und Deutschland verteidigen, ja klar, aber muss man auch mal fragen, lohnt sich das? Ja. Naja, Sachsen-Anhalt, also oder ich meine das ganze Ruhrgebiet, das sieht ja schon jetzt aus wie nach dem Krieg. Ja, also na, alles ist irgendwie kaputt. Ja. Auf Medikamente muss man warten, auf einen Handwerker musste 6 Monate warten, auf eine Entbindung mittlerweile 10 Monate. Also da ist die Motivation jetzt nicht bei 180, zumal natürlich auch, wie soll ich sagen, jetzt eine militärische, völlig neue, eine ungewohnte Situation herrscht. Ja, also es gibt ja jetzt endlich mal einen Krieg in Europa, den nicht die Deutschen angefangen haben. So. Ja, da könnte man es jetzt mal zurücklehnen, aber nein, der Deutsche, der fühlt sich sofort angesprochen. Ja, der weiß sofort, was zu machen ist. Dann müssen wir hier rein und dann gewinnen wir dort und Truppenverbände und schieben. Also da gibt es jetzt ganz viele Experten, wo ich mich wundere, woher wissen die das alles? Ja, die persönliche Kampferfahrung fehlt ja den meisten. Und das müsste man eigentlich erstmal irgendwie ermöglichen, dass die da alle mal wenigstens mal kurz mitmachen. Müssen mal so eine Schnupperwoche an der Front. Ja? Oder so ein Praktikum, also so ein Volontariat im Häuserkampf. Ja, denn... man muss ja wissen, worüber man entscheidet. Ja, man hat sich ja eben beschlossen, wie gerade gesagt, Waffen zu liefern. Und das ist ja schon was Entscheidendes. Das stand ja in der Zeitung, deutsche Panzer können Moskau besiegen. Ich habe einen Onkel in Thüringen, der träumt seit 70 Jahren von nichts anderem. Ja, und da habe ich immer gesagt, nein, komm, leg dich hin, nimm deine Tabletten, Manfred. Und jetzt plötzlich, ja, jetzt bin ich der Dumme. Also... ja, es werden Leopard-Panzer geliefert, oder nicht, Leo, wie heißt Leo? Ja, Fachkräfte nennen ihn ja Leo, das ging da auch viel niedlich und der kleine Leo, nun komm mal hier, nuff, 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 wo ist er denn? Ja, der Leo, der ist so niedlich und der kann über 10 Soldaten gleichzeitig drüber fahren, matsche, matsche, matsche. So,
Und ich möchte jetzt überhaupt nicht irgendwie Waffenlieferungen dämonisieren. Ja, sind wir ehrlich, Waffenlieferungen sind alternativlos. Ja, ohne Waffen, da kommt ja so ein Krieg gar nicht in Schwung. Ja, also man kann sie jetzt ja nicht mit dem Löffel massakrieren. So, und ich würde auch, wenn ich Staat wäre, würde ich auch Waffen liefern, ja, aber an beide Seiten. Na, natürlich gerecht verteilt, also die einen bekommen die Gewehre, die anderen die Munition. Ja, müssen Sie sehen, wie Sie klarkommen. Ja, kommen Sie vielleicht zu uns ins Gespräch.